Heute stelle ich euch das Buch Die Känguru-Chroniken vom Autor Marc-Uwe Kling vor. Es wurde 2010 vom Ullstein Verlag rausgebracht. Die erste Geschichte, mit der ich anfangen möchte, ist Das Känguru von gegenüber. Ding dong, es klingelt. Ich gehe zur Tür, öffne und stehe ein Känguru gegenüber. Ich blinzle, gucke hinter mich, schaue die Treppe runter und die Treppe rauf. Gucke geradeaus, das Känguru ist immer noch da. Hallo, sagt das Känguru, ohne den Kopf zu bewegen. Gucke ich nochmal nach links, nach rechts, auf die Uhr, zum Schluss auf das Känguru. Hallo, sage ich. Ich bin gerade gegenüber eingezogen, wollte mir Eierkuchen backen und da ist mir aufgefallen, dass ich vergessen habe, Eier zu kaufen. Ich nicke, gehe in die Küche und komme mit zwei Eiern zurück. Vielen lieben Dank, sagt das Känguru und steckt die Eier in sein Beutel. Ich nicke und verschwinde hinter den gegenüberliegenden Wohnzimmertür. Mit meinem linken Zeigefinger tippe ich mehrmals auf meine Nasenspitze. Ich schließe die Tür. Bald darauf klingelt es wieder. Sofort reiße ich die Tür auf, denn ich stehe immer noch dahinter. Oh, sagt das Känguru überrascht. Das ging aber schnell. Gerade ist mir aufgefallen, dass ich noch kein Salz habe. Ich nicke, gehe in die Küche und komme mit einem Salzstreuer wieder. Vielen Dank. Und wenn Sie vielleicht noch ein wenig Milch und Mehl hätten. Ich nicke und gehe in die Küche. Das Känguru nimmt alles, bedankt sich und geht. 2 Minuten später klingelt es wieder. Ich öffne und halte den Känguru Pfanne und Öl hin. Danke, sagt das Känguru. Gut mitgedacht. Wenn Sie vielleicht noch ein Schneebesen hätten oder ein Rührgerät. Ich nicke und gehe los. Und vielleicht eine Schüssel zu mixen, ruft mir das Känguru hinterher. 10 Minuten später klingelt es wieder. Kein Herd, sagt das Känguru nur. Ich nicke und gebe den Weg frei. Gleich rechts, sage ich. Das Känguru geht in die Küche und ich folge ihm. Er stellt sie so ungeschickt an, dass ich die Pfanne übernehme. Wenn Sie vielleicht noch etwas zum Füllen hätten, sagt das Känguru. Und das Gemüse oder gar Hackfleisch. Hackfleisch müsste ich erst kaufen, sage ich. Kein Problem, ich habe Zeit, sagt das Känguru. Es ist eh besser, wenn der Teig noch etwas Luft bekommt. Ich nehme den Schlüssel vom Haken. Aber nicht zu Lidl, ruft mir das Känguru hinterher. Die Arbeitsbedingungen da sind unter. Ich gehe also zum Metzger und kaufe Hackfleisch. Als ich wieder ins Haus komme, begegnet mir die Nachbarin von unten. Haben Sie den Neuen gesehen? fragt sie. Ich nicke. Na, der ist ja wohl auch nicht von hier, wa? Fragt sie und kratzt sich an ihren Hitlerbärchen. Natürlich hat sie keinen wirklichen Bart. Es ist eher ein Pflaum, ein Hitlerflömmchen. Bald übernehmen sie die verdammten Türken das ganze Haus. Ich schaue nochmal genauer hin. Vielleicht ist es wirklich ein Bärchen. Was kicken sie denn so? Fragt sie. Ich glaube, es kommt aus Australien, sage ich. Australien, sagen sie. Kann auch sein, aber jawohl. Dieser Islam macht mir jedenfalls ganz nervös. Die nächste Geschichte heißt 69 Cent pro Minute. Manchmal wundere ich mich, dass es immer noch keine Organisationen und Konzerne gibt, die meine Adresse nicht haben, sage ich kopfschüttelnd zum Känguru, während mir für ein Gewinnspiel einer Augenlaserklinik ein Formular ausfüllt. Ich habe nämlich das Gefühl, meine Adresse schon jeder Firma auf der Welt persönlich auf den Zettel geschrieben zu haben. Ja, ja, sagt das Känguru, füllt das Feld mit seiner Telefonnummer aus, öffnet dahinter eine Klammer und schreibt hinein 69 Cent pro Minute. Was soll das denn? Frage ich. Hab mir eine neue Nummer besorgt, sagt das Känguru. Hab letztens so einem Typen von der Bank eine halbe Stunde am Telefon zugehört. Der meinte, ich müsste jetzt meine Altersvorsorge denken. Zeit ist kostbar. Und da dachte ich, der Mann hat völlig recht. Meine Zeit ist viel zu kostbar, um mir für unseren Quatsch anzuhören. Und jetzt hast du dir eine 0900-Nummer besorgt, frage ich. So ist es. Das heißt, jedes Mal, wenn dich jetzt so eine Bank oder so ein Marktforschungsinstitut oder die Zeugen Jehovas anrufen, verdienst du dir deine Altersvorsorge? Ruf mich mal an, sagt das Känguru. Nee, sag ich lachend. Ist mir zu teuer. Doch, jetzt mach mal. Ich will dir was zeigen. Ja, du willst mir zeigen, wie schwuppdiwupp 2 Euro von meinem Konto auf deins wandern. Nur damit du mit mir reden darfst. Nee, was anderes. Pionierenehrenwort. Jetzt ruf mal an. Tut, tut, krr. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Hörst du schon was? Fragt das Känguru. Ja, sage ich. Eine Medipop-Version von Waste Time von den Eagles. Das Original ist schon furchtbar. Wolltest du mir das zeigen? Nee, Moment noch. Das nächste freie Känguru ist für Sie reserviert. Siehst du? Fragt das Känguru und guckt auf die Uhr. Jetzt habe ich schon 3 Euro verdient, ohne überhaupt mit dir geredet zu haben. Die will ich aber wieder, sage ich und lege verärgert auf. Gleich darauf klingelt das Mobiltelefon des Kängurus erneut. Ja, hallo, fragt es, ob ich 5 Minuten Zeit für eine Umfrage habe. 5 Minuten? 5 Stunden. Herzchen. Und es verschwindet in Richtung Tür. Hey, was ist mit meinen 3 Euro, frage ich. Wenn du dich beschweren willst, sagt das Känguru, ruf mich doch einfach an. Das Buch, die Känguru-Chroniken, findet ihr auch in unserem Buchladen in Neustadt an der Oder.